So, meine Freunde, weiter geht's mit FIFA 14 und heute das Spiel gegen ManU. Ich habe hier gerade noch was Interessantes entdeckt. Spieler des Monats, Balotelli. Oh, ho, besten Spieler der Woche dürfte man normal mit unserem grandiosen Spiel nicht dabei sein. Ich glaube, ich habe im letzten Part vergessen, die letzten Begegnungen zu zeigen. Deswegen wollen wir das nochmal schnell durchsprechen. Und zwar hat Ajax und Benfica 1-1 gespielt. Arsenal gegen Dortmund 0-0. Monaco hat 2-0 gegen Schalke gewonnen. Tottenham 1-0 gegen Chelsea. Bayern 3-1 gegen Liverpool. Wir haben, wie gesagt, 2-0 verloren. Paris hat 3-2 gegen Lazio verloren. Gewonnen, Entschuldigung. Warschau 1-1 gegen Atletico. Leverkusen 1-3 gegen ManU verloren. Milan und Man City 1-1. Real mit 1-0 gewonnen gegen Barca und Rom 2-1 gegen Inter gewonnen. Gut, schauen wir mal nochmal in die Tabelle. Wir müssten ja, 12 Punkte haben wir weiterhin Vorsprung. Wir dürften jetzt auch das Spiel gegen ManU doch ganz gerne mal gewinnen. Dazu gehen wir auf sozusagen Top-Aufstellung in meinen Augen. Und zwar finde ich so, es ist echt extrem gut. Sandro darf ran. Daxter. Und Fleschi. Lukas für Allrounder. Okay. Entschuldigung. Was habe ich jetzt da zusammengemacht? So, ein Kampf. Gut, dann schauen wir, dass wir das jetzt halt gewinnen, das durchspiel Spiel. Oh, nee, Kumpels. Ihr spielt auswärts. Obwohl, das ist mir zu ähnlich, spielt er auswärts 3, sozusagen. Okay, wir spielen Legende, 10 Minuten Heider und unser Schiedsrichter ist wieder, wie immer, Sung Quan Cha. Ach ja. Und nichts. Jo, FC Flashy gegen Man U. Manchester United. Schauen wir uns mal kurz die Aufstellung an, dass das Spiel natürlich wieder Zeit hat abzustützen. Man U, die sind Achter, okay. Hier spielen, wie gesagt, mit Frohböse, Witten, Trevenham, Manu, Giesecke, Carbon, Flashy, Allrounder, Daxter, Sandro und Borchardt. Daxter schon 15 Saisontore. Letzte Saison waren es 15 Karten, das wissen wir ja. Spaß. Und tschüss, bin gleich wieder da. So, Leute, wie gesagt, Spiel wieder abgeschmiert. Los geht's jetzt. ManU ist ja an sich eigentlich eine starke Mannschaft. Aber wir haben uns ja motiviert. Wie hat er denn jetzt den Ball behalten? In dem Aufhören, so einen Druck zu machen. Fängt der gut an. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Na toll, so war es jetzt nicht gedacht. Ach Mist, Tastenspeicher FDW. Ja, der hat vermutlich nicht geschoben. Unser Mann macht ab und zu immer wegen so Riesenschritte nach vorne. Alte spielen die offensiv. Sowas hasse ich wie die Pest. Sehr gut, Manu. Wir haben keinerlei Ordnung mehr.
Danke, froh böse, dass du zu im Spiel hältst, sonst wäre ich schon wieder eins zurückgestanden. Ach ja, jetzt halt während der WM muss ich mir jetzt halt wegen einem größeren Vorrat anlegen. Das heißt, ich kann jetzt halt da nicht immer auf die ganzen Spiele und so eingehen. Aber ihr könnt mir immer wegen so, was ihr total geil fandet und so, mal in die Kommentare schreiben. Shit. Dann werde ich da einfach wegen drauf antworten und so. Zum Beispiel kam jetzt gestern erst das Holland-Spanien-Spiel. Und das dürfte für euch ja doch schon wegen länger her sein und da fand ich zum. Das ist absolut krank. Wie hat einer geschrieben, ich wollte das Spiel eben Spanien, Holland hochladen, aber auf YouTube darf man keine Vergewaltigung hochladen. Fand ich absolut geil. Sandro schon 26. Saisontore. Kann ich immer nur betonen, das hätte ich Anfang der Saison nie gedacht. Okay, jetzt hat mal wieder vielleicht so. Bisschen zu weit vorgelegt, war auch halt schade. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es war mir so klar, dass er das macht. Fehlpass über Fehlpass heute schon, oder? Gott, ist der schnell. Renn ihm davon. Wir müssen halt unsere Chancen reinmachen, weil es waren nicht allzu viele in dem Spiel, glaube ich. Gut gemacht. Ach Scheiße. Warum? Warum passiert sowas immer mit? Wer ist denn das Young da unten immer? Der ist auch stark. Echt stark. Stark macht er es. Nee. Sehr guter Laufweg. Immerhin mal eine Ecke. Vielleicht schaffen wir es über eine Standard. Standard-Move nach innen ziehen und dann mal geschossen, aber abgefälscht. So. Fläschi. Und. Manu Pfosten! Nein! Dammit! Kacke, oh Mann!
Ah! Sag einmal. Knäppli, Knäppli, Knäppli. Starten um auf Offensiv. 15 Minuten noch. Ja. Digi. Die Chia. Wie auch immer. Ja, hallo? Alter, was war das denn? Shit. Was ist denn jetzt? Gelb für Daxter wegen was? Ach, war doch nix. Kuscheln wollte, mehr nicht. Na, knapp, aber aus der Position noch überhaupt so einen Kopfball zu bringen, ist schon top. Neun zu drei Schüsse. Hallo, was war denn das? Jetzt hat es wieder so extrem geruckelt. Alter, was ist denn das? Wir können doch langsam mal die Meisterschaft sogar schon entscheiden. Ups. Aber irgendwie, wenn wir von Spiel zu Spiel schlechter und es klappt immer weniger. Ups. Tja, das habt ihr jetzt davon. Mein Mikro wegen an den Mund tun, weil ich sehe vom Bildschirm fast nichts. Och, Fläschi, du Pfeife. Abseits. Eben. Machen wir uns doch mal nichts vor hier. Boah, jetzt halt, komm! Yeah, nein! Oh, shit! Warum ist das denn nur so? Toll! Sieht jeder Schiri sofort. Okay, wie kann man das jetzt halt am besten machen? Ja. Gewohnt schön gepasst.
Es ruckelt heute so elendig, das ist abartig, voll nervig. So, Atletico Rom 1-1, Dortmund Milan 0-0, Barca führt 1-0 gegen Monaco, bei Schalke und Warschau steht es 1-1, Inter ba Leverkusen 0-0, Juve Lazio 0-0, Chelsea führt 1-0 gegen Liverpool, Man City führt 2-1 gegen Ajax, Paris führt 1-0 gegen Arsenal, Bayern Benfica 1-1 und Tottenham Real auch 1-1. Wir lassen alles erstmal. So. Tiki-Taka oder was? Nach! Vielleicht weißt du, musst du reinmachen. Hört mal an, komm! Alter! Ich will jetzt ein Tor sehen, langsam, Kinders. Konter und Abseitsfalle an. Und dann machen wir das mal rein. Machen wir mal das Spiel klar, hoffe ich. Giesecke gefällt mir auch sehr gut auf der Seite. Es fehlt ein bisschen die Sprintgeschwindigkeit, aber ansonsten echt super. Wir wollen ja die WM spielen. Das habe ich am letzten Part euch gezeigt, dass das vielleicht auch nichts wird. Aber schreibt mal bitte, für welche Mannschaft wir rein sollen. Ich muss ja eine, wo eigentlich dabei ist, rausschmeißen. Was ihr jetzt schon wieder gemacht habt, das ist ja schon wieder grandios. Also schaut dann mal bitte einfach rein, welche Mannschaft wir ersetzen sollen. Meine Stimme hört sich heute so kratzig an, finde ich. Nicht voll schlimm. So. Mal klar. Also Kagawa so frei zu lassen, ist halt wirklich selten dämlich. Da geht keiner mit, keiner versucht sich mal frei zu laufen. Schade. Ja, Young geht und Nani kommt. Also das ist immer zu den Gegnern der Ball. Immer. Boah, was war das denn jetzt für ein Ruckler? Herr Gott, was ist denn los?
Guter Konter auf jeden Fall, Leute. Schau es mal an, Borchardt kommt jetzt schon mit hinter. Ach, die spielen schon wieder echt nach dahin, wo ich hin haben, den Ball hin haben will. Gut, Carbon. Komm jetzt, Daxter. Ach Mann. Scheiß drauf wie, aber bitte macht jetzt ein Tor. Sandro läuft erstmal vorbei, diese KI. Hab jetzt verpiss dich doch. Warum nicht zu Bochert? Ich kann den Ball nicht mal annehmen, ohne dass die ihn mir wegstochen. Ich verstehe das irgendwie halt einfach nur nicht, warum die immer vor mir am Ball sind, aber wirklich immer. Das ist, muss doch geskriptet sein von FIFA und von EA halt. Langsam gehen mir echt die Ideen aus. War schon faul, du Spacko-Schiri. Bist genauso schlimm wie die bei der WM. Jetzt bitte, oh Mann, oh Scheibenkleister. Endlich ist mal der Pass wenigstens überhaupt mal angekommen. Ja, Evra geht und Raphael kommt.
Das meine ich. Ich kann keinen Ball annehmen, ohne dass die vor mir da sind. Es geht mir so extrem auf den Piss. Ja, genau. Ich bin nur im Vollsprint oder so und der zieht einfach an mir vorbei. David, duckst du einfach. Bleibt einfach stehen. Und ich kann natürlich nicht auf ihn wechseln. Eigentlich, warum rege ich mich überhaupt noch auf? Ist doch jedes Mal dasselbe mit FIFA. Unser Problem ist halt einfach, wir kommen nicht mal ansatzweise durch da vorne. Faul. Gott, bist du ein lächerlicher Schiri. Alter. Von Percy. Macht euch nicht lächerlich, Herrgott. Leute, Leute. Jetzt macht er ein Tor. Trevener. Jetzt bist du da. Hättest du es nicht schon mal in der ersten Halbzeit zeigen können, dann wäre das Spiel viel besser gelaufen. So werden wir jetzt 2-1 verlieren wohl, du Übel. Sag ich doch, wenn wir 2-1 verlieren. Ein schlechteres Spiel als das andere, was zum Glück mal hat. 7,9, noch bester Mann im Spiel, ey. Witten 6-0, okay, mit dir muss ich mir was einfallen lassen. Sandro 5-9 war natürlich auch wieder hervorragend. Pressekonferenz. Ich motiviere uns. Das hat alles andere hat keinen Sinn. So, Real und Bayern haben Plätze getauscht. Und 11 Punkte. Die haben beide unentschieden gespielt. Nee, Real hat unentschieden gespielt und Bayern hat gewonnen. Aguero, müssen wir langsam aufpassen, der kommt uns immer näher. So, Atletico Rom 2-2, Milan 0-1 gegen Dortmund verloren. Sehr schön. Barca 1-0 gegen Monaco gewonnen. Ja, bei uns brauchen wir nichts dazu sagen. Warschau Schalke 1-1. Inter Leblebleb. Beverlusen, Bayer 04 Leverkusen 0-0. Juve gewinnt 1-0 gegen Lazio, Chelsea 2-0 gegen Liverpool, Man City 4-1 gegen Ajax, Paris 2-0 gegen Arsenal, Bayern 2-1 gegen Benfica und Tottenham Real 2-2. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!